So, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Ein bisschen besser gelaunt als in der letzten Folge. Aber sowas muss dann auch mal sein. Ja, wie ihr seht, sind wir hier im Krater der Sternfallbestie. Das war hier. Und ich hatte mir ja irgendwie schon gedacht, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt, der vielleicht schon früher da war. Ich habe es dann im Netz gelesen, wie man ins Haus Vulkan reinkommt. Es gibt tatsächlich drei Wege. Einmal kann man in der Akademie von Raya Lusaria, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gibt es doch hier unten irgendwo diesen Vorhof. Ich glaube, das ist hier. Moment. Schulklassenraum. Von dort aus kommt man in den Innenhof und dort gibt es so eine Maid, diese großen Viecher mit den Äxten an den langen Ketten, die einen auffressen. Da hat man ab und zu schon mal das Glück, wenn sie dich frisst, in Haus Vulkan zu landen. Da hat man aber dann das Pech, dass man eigentlich dem Haus Vulkan auch wieder entkommen muss, weil man dort ist, denn man findet einen Punkt der Gnade, was schwierig ist, weil da kriegst du sofort aufs Maul, laut Internet. Dann kann man eine Quest verfolgen, die Rayas Quest in Lyurnia. Die muss man bis zu einem bestimmten Punkt verfolgen und dann bekommt man eine Einladung für ein Haus Vulkan. Und dann gibt es noch einmal über den Fußmarsch. Und der Fußmarsch besagt, man soll bis zum Krater der Sternfallbestie gehen, rennt dann bis zum Ende der Steine, springt dort runter und kann dann links einfach ins Haus Vulkan rein. Also wirklich, wie blind muss man denn sein, dass man das nicht gesehen hat? Ich habe es nicht gesehen, es tut mir leid. Jetzt werden wir uns erstmal hier vorne den Typen nochmal annehmen, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen Ruhe haben gleich. Ja, du bist der Hammer. Nee, nochmal machst du das nicht mit mir. So, und jetzt bist du dran. Lass dich gar nicht zu Wort kommen, weil das sind solche Drecksbiester. So, und jetzt kommst du noch einen rein. So, zack. So, und das letzte Mal sind wir dann da runtergelaufen. Wahrscheinlich, weil wir gierig den Baum gesehen haben, aber wir müssen hier nach links. Und hier vorne gibt es dann auch irgendwo einen runter. Ja, hier, da haben wir ihn doch. So, und dann kommen wir hier lang. Und da vorne steht direkt ein Gegner. Mal lesen, was hier steht. Hineinstürmen voraus und dann Fernkampf versuchen. Nee, das kann ich nicht, weil ich habe nichts für Fernkampf. Zumindest nicht in der Form. So. Ah ja. Okay, wir müssen jetzt erstmal kurz den Fernkampf machen, weil ich habe keinen Bock, mich mit dem großen Typen anzulegen und mit dem kleinen daneben. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe hier auch gerade eine Fliege jetzt im Zimmerchen. Das finde ich auch ganz toll. Hau ab, blödes Scheißvieh. Kotzt mich tierisch an. Da. Muss vor allem gleich auch mal gucken, ob es hier irgendwo noch mehr von denen gibt. Von den kleineren. Ja, damit kommst du nicht weit. Komm lieber mal her. So. Das hätten wir. Scheint aber nicht so zu sein, als gäbe es hier noch mehr. Jetzt habe ich eine Mid-Roll. Weil ich dieses Scheißding hier drin habe. So. Gut. Also der da ist auf jeden Fall ein dickerer Knüppel. Ich weiß nicht, ob das ein Gegner ist. Wird wahrscheinlich einer sein. Wir versuchen es mal. Ja, ist ein Gegner. Das ist ein normaler Riese oder was? Ja, normal wird der jetzt nicht sein. Ja, kommen auch wieder mehr von den kleineren Ads. Viel Schaden machen wir bei dem auch nicht. War wieder klar. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall auch erstmal um die kleinen Typen kümmern. Ja, sicher doch. Ja, also ab, klar, warum auch nicht? Genau, kill erstmal deine eigenen Leute. Weil dann habe ich meine Ruhe. Okay, die Reichweite ist jetzt nicht gerade groß. Ach krass, man kann die auf mehrere Weisen an. So, mein Freund. Jetzt haben wir Ruhe, jetzt sind wir alleine. Okay, der durchbricht direkt meine ganze Verteidigung.
Machst du Dreck komplett einmal aus. So, jetzt rein da. Alter, das ist doch ein Scheiß. Ich hasse es, gegen große Gegner zu kämpfen. Komm, mach nochmal deine komische, krasse Attacke. Ich will auch vor allem wissen, was das da hinten rechts ist. Das sieht mir nach einer Entwicklernachricht aus. Ja, genau, das wollte ich haben. Scheiße, jetzt hätte ich eigentlich nah an dich rangemusst. Hab ich ein bisschen vercheckt. Feierabend. So, das da könnte eine Entwicklernachricht sein. Weiß ich aber nicht. Ich dachte, dies sei ein Feuerberg, aber ich spüre kaum etwas. Ich muss weiter nach unten. Okay. Aber hier wird es nicht nach unten gehen. Strange. So, da wir gelernt haben, in Schlösser sind die Haupteingänge meistens nicht die besten Eingänge. Schauen wir erstmal, was wir hier noch außen rum haben. Was ja denn direkt hinterm Eingang ist, eine Gnade, dann wird man dorthin müssen. Das wird man hier hoffentlich irgendwie sehen können. Kann man jetzt gerade gar nichts sehen. Ich hoffe, das werden wir gleich, wenn wir reingehen, sehen. So, hier sehe ich noch nicht mal was. Ach, guck an, was wir da finden. Sehr cool. Ja, also irgendwie werden wir da auch noch runterkommen. Das wird wahrscheinlich über das Haus, also über das Schloss wahrscheinlich funktionieren. Ich befürchte, dass dieses Schloss ein etwas längerer Aufenthalt sein wird. In welcher Form weiß ich noch nicht. Das werden wir mit Sicherheit herauskriegen. So, hier ist auf jeden Fall nichts. Auch nichts. Was steht in der Nachricht? Achtung links. Hä? Da war doch nichts. Das ist rechts. Entschuldigung. hier ist nichts. So, wie sieht's hier aus? Hier ist auch nichts. Keine unsichtbare Person voraus. Oh ja. So, hier sind ein Haufen Blutflecke. Ich habe den Eindruck, dass da oben was auf uns wartet. Okay, hier können wir die Waffe nicht, wir können das Schild nicht ausrüsten. Können auch nicht schlagen. Und das ist ein Punkt der Gnade. Das sieht mir aus wie die Tafelrunde, die wir schon kennen. Ein bisschen zumindest sieht es so aus. So. Sehr gut. Was wir gerade mal machen können, ist uns mal ans Feuerchen setzen oder an den Gnadenpunkt und die Arzneimischung mal gerade gucken. Weil wir haben jetzt regeneriert 50% und verringert den erlittenen Schaden. Wir haben aber ja vorhin noch die hier gekriegt.
Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich, okay. Ah, nee. Hebt alle FP-Kosten auf. Das ist natürlich krass. Verbessert aufgeladene Angriffe kurzfristig. Erhöht kurz das Gleichgewicht. Glaubensschub, Stärkeschub, Ausdauer, LP-Regeneration. Regeneriert die Hälfte gesamten LP. Ja, da ist das hier bisher tatsächlich noch das Beste, finde ich. Das ist auch gut, aber das ist bisher das Beste. Lassen wir das, wie es ist. Können wir gut mitarbeiten. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Ach krass, das hier sieht man doch schon mal auf einem Wallpaper, ne? Also auf einem Ladebildschirm auch. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us, rise with us against the Erdtree? Ja, also das ist tatsächlich was, was mir dann eben auch untergekommen ist im Lesen, wie man in Haus Vulkan reinkommt. Man kann dem Haus beitreten, bekommt dadurch eigentlich nur Vorteile, weil man halt ein paar gewisse Questreihen mitnehmen darf und kann, wie zum Beispiel eine Kopfgeldjagd und so ein Zeug. Macht man das nicht, verliert man auch nichts. Beim Beitreten verliert man auch nichts, man kriegt eigentlich nur was. Dementsprechend machen wir das. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. I am Tanith, the proprietress of this house. An honor to have you. Schlüssel zum Gesellschaftszimmer. Okay. Unerwartet das Berg. Ja, der Typ ist schon echt krass und der erinnert jetzt optisch mal überhaupt nicht an den Berg aus Game of Thrones, aber aufgrund seiner Körpergröße und dieser imposanten Rüstung könnte man es miteinander vergleichen. Das ist schon cool. The drawing room is through the hall. Use the key I handed you. The drawing, use the key. Okay, die quatscht jetzt nur noch das Gleiche. So, was haben wir hier? Da ist aber ein ganz langer Gang. Und da sind wir, glaube ich, gekommen. Jawohl. Geht's noch das Treppchen rauf? Tatsache, krass. Gott. Oh, okay, hier geht es, glaube ich, dann in den Bereich, wo man weiterlaufen muss. Gucken wir uns erstmal dieses Gesellschaftszimmer an. Das finde ich krass, dass das hier so ohne Ladebildschirm abgetrennt ist voneinander. Sobald man in den Bereich läuft, hat man hier... Flasche. So, aber sonst ist hier auch nichts, ne? Sieht nicht so aus. Ich habe den Eindruck, obwohl, das kann eigentlich kein Gegner sein, ist er denn, das ist jetzt hier hinten wieder. Ach, kann man doch mal nutzen. Ich weiß nicht, ob das da so eine Art Invader ist, das müssen wir gleich mal gucken. Reiset Schlange. Vielleicht erscheint da irgendwann ein NPC oder sowas. Ich weiß es nicht. Ah ja. Da steht auch jemand. Rekusantenfinger. Brief des Haus Vulkans. Ah, General Radan. Wir gucken mal eben ins Inventory und gucken mal diesen Brief hier. Was ist das? Karte des Treffpunkts. Achso, was ist das? X. Eine schriftliche Anfrage des Hauses Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Befleckten.
Istvan, der alte Ritter, erhält sich in Limgrave auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Okay, das ist wahrscheinlich diese Art Kopfgeldjagd, die man dort machen kann. Hello again, brave tarnished. Do you remember me? I am Raya. We spoke once in Liurnia. I am pleased that we meet again, here at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave Tarnish, under Lady Tanith's. Brave Tarnish, under Lady. Anscheinend haben wir die schon mal getroffen. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht wo. Da gibt es wohl eine Geste, die man machen kann und dann geht der auf, oder wie sehe ich das? Nacht versuchen und dann Freund voraus. Then please, the one that devoured Praetor Reichard. I left the serpent slaying spear worthy tarnished. Brand the great serpent. Okay, wir sollen eine Schlange töten. Praetor Reichard's ambitions, though blasphemous, did they reduce to gluttonous depravity once he gave himself whatever that thing. It is someone to spare him and his ambitions. Worthy tarnished. It is the only thing that can run it through. Worthy it is run. Okay, also wir brauchen diesen komischen Speer, um diese Schlange zu töten. Das ist derselbe Raum, ja, alles klar. Gut, haben wir alles geöffnet. Das ist ein Eldenbaum. Die ist blockiert. Das war aber auch die einzige, die blockiert ist. Hier waren wir drin. Okay. Gut, dann gibt es jetzt tatsächlich nur noch einen Weg, den wir nehmen können. Und das ist hier die Treppe rauf. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir sind bei 18 Minuten. Mal reinschnuppern können wir auf jeden Fall noch. So, ab hier gibt es nämlich auch wieder Waffe. Schmiedisch. Oh. Naja, so schwach ist der jetzt gar nicht. Scheiße. So, Ruhe im Karton. Ach krass, er hat uns die Waffe gedroppt. Gießers Rad. Eine Stabwaffe. Stab, Sternfall, Bestienkiefer. Ja, es ist eine gigantische Waffe. 156 plus 53 skaliert auf D mit Stärke und Geschick. Wir haben immer noch eine mittlere Last. Löt Bluesverlust aus auf 70. Kranker Shit, ey. Sehr cooles Ding.
Könnte man mal überlegen, ob man die nicht mal nutzt. Aber hier machen wir halt jede Menge Damage mehr mit. Müssen wir mal schauen, was ist, also was da noch weiterhin passiert. Bin ich jetzt wieder blind oder dumm oder so? Oder ist es hier jetzt schon wieder... Jetzt muss ich eben das ganze Interieur hier kaputt. Gut, jetzt haben wir hier den Typen gekillt. Hier ist ein großer Festbankiersaal, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Ansonsten war hier nichts. Und hier sind wir gekommen. Da hinten ist der Ausgang. Können wir die jetzt öffnen? Nee. Also, der ist jetzt wieder da, okay. Gut, also das ist auf jeden Fall offiziell Haus Vulkan. Das bedeutet, hier muss es auch irgendwie irgendwo weitergehen. Did you read the letter left for you? That is the task the Volcano Manor desires. You will be compensated once the deed is done. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean. The letter describes the task. You will be compensated once. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst die den Quest da machen, um hier weiterzukommen. Schätze ich mal zumindest. Wir gucken mal nach. Wir haben einen roten Punkt in irgendwo, ne? Warte mal. In Limgrave. Hier. Gesuch von Haus Vulkan. Okay. Am schnellsten kommen wir dahin. Möglicherweise von hier. Müssen wir mal gucken. Ob das so funktioniert, weil weiß ich jetzt so noch nicht. Werden wir sehen. So, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ja, heult ihr mal rum. Müssen wir richtig. Ich meine, ich hätte den schon mal getötet, oder? Ich bin hier doch irgendwo mal am Anfang des Spiels rumgelatscht. Und ich meine, den hätte ich schon gekillt. Nee, das ist es hier. Ich bin gespannt, was er kann. Ob er krass drauf ist oder ob es eher so ein... Oh. Ach so, ja, gut. Da war ich jetzt ein bisschen voreilig.
der ein Damage mit dem Move? Ach so, der kann den dann auch noch ausführen, obwohl ich ihn gestaggert habe. Und irgendwie habe ich hier nicht all meine Getränke. Gut, dass du jetzt leer bist. Einfach in die Klinge laufen lassen. Das ist bei diesen KI-Invadern immer die beste Geschichte. So, wird besiegt. Wir haben einen Runenbogen bekommen. Krummfingermedizin für Koop PvP. Also für Koop-Mission und das war's dann auch. Nee. Stulpenhelm, Schuppenrüstung, Schuppenstulpen und Schuppenbeinschutz. Cool. Das ist cool. Wo wir gerade mal hier sind, können wir mal gerade schauen gehen. Weil das hier ist doch, glaube ich, eine Art Dungeon gewesen, oder? Okay, die geht nicht auf. Die geht vielleicht irgendwann mal auf. Naja. So, mal gerade schauen wegen der Ausrüstung, die wir da gekriegt haben. Mittlere Last. Also die ist tatsächlich besser. Große Last leider. Mal gerade komplett anziehen, einfach mal um zu gucken, wie sie aussieht. Ah, die hat schon was. Das sieht schon cool aus. Natürlich jetzt eine absolute Fat Roll. So, ich glaube, die hatten wir an, ne? Dann hat er die an. Jetzt sind wir noch bei mit. Ne, hier sind wir jetzt noch bei mittlerer Last. Ja, und hier hört es dann leider auf. Das heißt, wir müssen bei unserer derzeitigen Gewichtsgeschichte noch auf diese Sache hier gehen. Weil anders kriegen wir es gerade noch nicht gemanagt. Gut, dann ab nach Haus Vulkan. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier irgendwie weiterkommen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. So, quasseln wir mit der guten Dame mal, die da sitzt. You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true. This is your reward. Magma-Schuss. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted. But it is the true path to va- Now you are a recusant, I am pleased. Now you are, I am pleased. Ja, cool. Und jetzt? Hab ich trotzdem noch keinen Weg, ne? Die hier war jetzt war immer noch blockiert, ne? Ja, ist blockiert. Ja, das war wieder richtig klug. So. Hat die hier jetzt irgendwas anderes zu sagen? Oh, hier haben wir noch einen Brief des Haus Vulkan. Ja, haben wir wieder einen neuen Auftrag. Have you any strange sound? Something beyond the walls? Oh, fie, what? It just is impossible. I must... Sometimes I hear strange, like breathing. Oh. Ja, also alle reden von dieser gottverdammten Schlange. Den haben wir gerade gekillt. Hier. Relik der Untätige hält sich auf dem Altus-Plateau auf, sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Ja, Altus ist aber schon was krasser. Also ich glaube, der wird nicht ganz so einfach niederzustrecken sein. Ich finde es jetzt gerade komisch. Ist Haus Vulkan? Ist es hier... Bleibt es so oder kommt hier noch irgendwie, gibt es hier irgendwie auch einen Boss, den man legen kann und ein Gebiet oder wie ist das?
Oben den Typen haben wir ja weggeknallt. Gehen wir nochmal gucken. Ist hier vielleicht irgendwie auf wundersame Art und Weise jetzt hier eine Tür aufgetan hat oder so? Nö. Hier steht jetzt einfach nur der ganze Kram wieder rum. Okay, also es ist für mich mit meiner alltäglichen Blödheit nicht so ganz zu verstehen, wie es hier weitergeht oder ob das jetzt tatsächlich nur aus diesen Missionen da zusammensetzt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass wenn man mehrere Missionen gemacht hat für die Frau, dass man dann irgendwie vielleicht einen nächsten Schlüssel bekommt und hier vorne die Tür aufgeht und man dann hier weitergehen kann. Das könnte natürlich möglich sein. Aber in dem Moment bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Altes Althus, das ist hier unten irgendwo, ne? Althus-Plateau. Ne, hier ist es. Hä? Moment, Althus-Plateau ist doch hier. Das ist doch das Althus-Plateau. Ist jetzt hier irgendwo ein Punkt? Bin ich blind? Ach, da! Ja, das ist in dem Wasser. Hier kommt man ja unten irgendwie eine Straße lang oder hier lang und da kommt man ja zu dem Wasser hier unten. Ja, ne? So eine Sache. Angreifen kann man die eh nicht. Und ansonsten, wüsste ich jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Also, zumindest jetzt hier nicht. Also, weil hier die Gnade, die zeigt ja ganz klar hier hin. Haus Vulkan. Haus Vulkan, hier ist die Dame. Hier wird es ja irgendwo noch was geben. Also, hier ist ja auch die Rede von dieser Schlange. Die muss man ja auch irgendwie noch erreichen können. Wir sind bei 33 Minuten, dadurch, dass ich hier gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Okay, passt auf, wir machen jetzt noch eine Sache. Wir gehen jetzt hier noch gerade runter zu dem Typen und versuchen, den mal wegzuhauen, der hier ist. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass es hier einen Weg gibt, den man da umlaufen kann. Oder ist das überhaupt ein Weg? Das sieht zumindest so aus, ne? Also hier kommen wir ja auch zu dem hin. Okay, dann gehen wir den hier. Nehmen wir den Weg hier. Verlassener Sarg. Das ist eine etwas beschissene Ecke da hinten, weil da ist teilweise noch ein bisschen overpowered für mich. Deswegen versuche ich da jetzt einfach mal schnell durchzukommen, weil wie gesagt, die Typen, die hier oben rumlungern, die Kerle da, die sind nicht ohne. Ach nee, Moment. Das war, glaube ich, noch das geringere Problem. Hier kommt jetzt ein Drache, glaube ich, ne? Ja. Und der ist richtig ekelhaft. Deswegen schnell weg. Den habe ich mir zweimal gegeben und der hat mich so nass gemacht, dass ich auf den keinen Bock mehr habe. Sorry. Also zumindest nicht im derzeitigen Stadium. So. Da ist ein Punkt der Gnade, das ist doch schon mal was. Da oben scheint auch noch was zu sein. Also hier war ich tatsächlich noch gar nicht, wie ihr seht. Kartenmaterial ist aufgedeckt, aber das ist es dann auch gewesen. Da vorne gibt es noch eine Saat. So, damit müsste ich jetzt, glaube ich... Ist er denn? Das habe ich schon gemacht. Bin ich mir gerade unsicher. Ich muss mal gerade gucken, wie viel ich habe. Wir haben nicht genug. Okay. Dann haben wir da, ist es, dann haben wir das gemacht und das war unsere letzte Aufladung. So, wir müssen ein klein bisschen nach links und dann kommen wir zu ihm hin. Das heißt, im... Reiten wir erstmal darunter.
So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall nach links. Jetzt mal wüsste was. Gucken genau drauf. Finde es gerade merkwürdig, was das da sein. Ist das hier vielleicht? Ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß aber gerade nicht, ich kann es gerade nicht zuordnen. Gut, gehen wir erstmal den Typen da weghauen. Das hier sieht mir nach einem Sumpf aus. Da reiten wir mal drum rum. Ich hoffe, wir kriegen den überhaupt geplättet, weil die sind manchmal schon recht krass. Vor allem, wenn es dann wahrscheinlich hier in so einem Bereich ist. Ich mache das immer so ein bisschen gebietsabhängig. Dann sind die, glaube ich, ein bisschen krasser drauf, als wenn man das normal irgendwie beurteilt. Damit habe ich dann auch irgendwo dann noch gerechnet. So, du gehst mir mal hart auf den Sack, weißt du das? Ich habe den Eindruck, dass wir hier falsch sind. Oder auch nicht. Lass uns mal gerade gucken, was erwartet uns hier hinten. Ach krass, wo kommen wir denn da noch hin? Also eins muss man diesem Spiel wirklich lassen. Im Open World ist es einfach der Knaller, wo du hier überall hinkommen kannst und was du alles findest. Ja, nur mal gerade gucken, was das hier hinten ist. Da wird es bestimmt auch einen Punkt der Gnade geben. Hoffe ich mal. Ist auf jeden Fall eine komplette Festung. Aber kein Punkt der Gnade. Aber das sieht verdammt krass aus. Sehr cool hier. Das ist auch nicht klein. Werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal angucken gehen. So, gut, dann machen wir jetzt erstmal den Typen. Ich hoffe, dass der machbar ist, dass der uns jetzt nicht hier voll wegzimmert. Wünscht mir Glück. Das ist dann aber auch das Letzte, was wir jetzt machen. Ich hoffe, wir kriegen ihn weg. Da kommt er. Ach, das ist so einer. In der Invader-Welt haben wir übrigens nicht mehr so viele Flask, um uns zu heilen. Das noch überlebt, das ist echt ein schlecht. Alter, das gibt sich jetzt, kontert der mich! Mann! So ein Schmutz, Alter, im letzten Atemzug kontert der Arsch mich.
keine Bange, ich komme jetzt direkt wieder und dann kriegst du richtig auf die Schnauze. Boah, ich weiß jetzt nicht, wo ich zurückkomme, ne? Jetzt muss ich den ganzen Weg, glaube ich, nochmal machen, oder? Schauen wir mal, wo wir hier sind. Ah, ne, wir sind direkt wieder da. Unsere Runen sind leider weg. Ich hoffe, dass wir die in der invadeten Welt wiederkriegen. Ja, mein Gott, geh in die scheiß Welt. Immer diese Nachrichten, ey. So, diesmal hole ich ihn mir. Das könnt ihr mir glauben. Dass der einen kontert, ist echt scheiße. Ah, okay, meine Runen sind weg. Das ist natürlich richtig scheiße. Diesmal habe ich dich gekontert, mein Freund. Ne, wenn du mir so kommst, kannst du das schon vergessen. So. Zack, Feierabend. Aber meine Runen kriege ich nicht wieder, ne? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Da hätte ich jetzt echt, das ist richtig schwach. Ah doch, wir kriegen sie doch wieder. Kifus Fiole. Seuchenbolzen. So, haben wir sie doch wieder gekriegt. So, warte mal eben. Inventory. Eine Waffe hat er jetzt nicht gedroppt, ne? Hier habe ich übrigens ein Video gesehen, mit dem Teil kannst du im Multiplayer den Leuten so hart auf den Sack gehen, das ist einfach abartig krass, weil das Ding halt eine krasse Reichweite, macht unheimlich viel Schaden, dauert länger zum Nachladen, aber wenn der Gegner dich im, wenn du ihn invadest, nicht siehst, kannst du dem damit so einen vor den Latz ballern, dass du dem dein ganzes Gameplay im Arsch machst. So, Waffe hat er nicht gedroppt, der hat uns aber die Fiole hier gedroppt, eliminiert sämtliche Geräusche, die der Träger in Bewegung macht. Das ist natürlich sehr krass. Kleine Mist, so Flasche vom dunklen Nebel, unterbindet sämtliche Geräusche, die der Träger in Bewegung macht. Ein Ritual, Fetisch der Assassinen der Tafelrundenfest. Es gab eine Zeit, in der Befleckte, die sich von der Führung abgewandt hatten, nichts mehr fürchteten als die absolute Stille. Okay, was haben wir denn gerade ausgerüstet? Ah, cool. Machen wir doch mal. Das ist crazy. Wir hören uns nicht mehr. Selbst beim Abrollen hören wir uns nicht mehr. Das ist cool. Also ein nettes Gimmick, finde ich. Gucken wir mal, was die Frau jetzt zu quasseln hat. Und ob wir vielleicht wieder irgendwas kriegen. Nicht mal einen Schlüssel, um hier weiterzukommen. I see you performed. Here is your usual reward. Schlangenknochenklinge. Now, perhaps the time has come of the true ruler of this manor. The Erd Tree blessed the Tarnished with, but it was all too meager in the face of the enormous. The Tarnished were forced to scavenge like the shard bearers, vying for power in the way. Our Lord, indignant, has refused. If the Erd Tree, and indeed the very gods, then we are willing to raise the banner of resistance. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest. If you follow this heroic path, one day the Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too. If you follow this, it cannot come. Ja, gut, also ich hab irgendwie den Eindruck, dass wir diese Briefe weitermachen müssen, bis der große Kollege uns da mal findet oder Bock auf uns hat. Roter Brief. Oh, und sie ist weg? Ist die vielleicht jetzt in einem anderen Zimmerchen?
Tarnished. What is your business? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look? Goodness. Am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual, despite this appearance. Das ist Brave Tarnished. This is my true form. My real name. Please forgive the deception. Do understand? Lady Tanith speaks no falsehoods. And the volcano. Lady Tanith. I am told I was born by the grace of a glory that my mother cherishes this. I am proud of what people are cruel. If they saw my chin, so I assume a guise. When but you are not like the. My serpentine form, the secrets. Known only now I share the secrets with you. Please keep them safe. My serpent secrets. Now I share. Please keep them. Okay. Ich war jetzt gerade völlig verwirrt. Ich habe es auch jetzt nur daran erkannt, dass das die Frau ist, die hier stand. An der Stimme. Sonst hätte ich das nicht gedacht, dass das die ist. Aber ich glaube, es ist die, oder? Hat die gleiche Stimme. So, wir haben einen neuen Punkt auf der Karte. Den gucken wir uns mal eben noch an. Ist jetzt auch ein roter Brief. Das ist nicht mehr so ein Brief. Einfach nur ist jetzt ein roter Brief. Juno Hoslo, Ritter des Blutes. Eine schriftliche Anweisung. Bla. Was? Er hält sich auf den Bergwipfeln der Riesen auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Berg der Riesen, das war hier unten, glaube ich, irgendwo, oder? Berg der Riesen. Berg der Riesen ist auf jeden Fall, ich glaube, ein nicht so hoher, krasser... Ach, da hinten. Okay, nee, das ist noch nicht machbar. Kann natürlich sein, dass die Briefe sich daraus unterscheiden, dass wir normale Briefe haben. Das heißt, du kannst den machen. Rote Briefe sind dann wahrscheinlich die Briefe, wo es heißt, lass es besser noch. Du schaffst es eh nicht. Gut, das heißt, hier kommen wir jetzt erstmal auch so nicht weiter. Ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Folge mal darum kümmern, dass wir hier... Also werde ich mal vorher ein bisschen hier rumlaufen und mal gucken, ob ich irgendwas herausfinden kann, wie wir dort weiterkommen. In der Zwischenzeit würde ich ganz kurz noch in dieser Folge gerade zum Punkt der Gnade, also hier hinten zur Tafel der Gnade gehen, um mal zu gucken, ob wir irgendwie unsere Waffen vielleicht nochmal aufpimpen können. Gegebenenfalls sah das hier vorher auch schon so trist aus. Okay, ja, scheint normal zu sein. Nein, Dunkelschmiedestein 5 haben wir nicht, Schmiedestein 2 haben wir auch nicht. Schade. Hier brauchen wir auch den 5er. Ja, gut, okay, das ist jetzt alles blöd. Das macht keinen Sinn. Hier brauchen wir Schmiedestein 1. Schmiedestein 2 könnten wir uns 2 kaufen, können wir den Schild aufbessern. Das ist vielleicht eine gar nicht so blöde Idee. Wir gucken mal eben hier noch rein. Ja, finden haben wir bisher leider noch gar keine gefunden von den Gräbertal-Lidien 4. Gut, die könnten wir noch aufbessern, aber das sehe ich nicht ein. Oh, was ist das denn? Geistertal-Lidie 1 ruft den Geist des Sturmfalkendienst. Das machen wir gleich mal. So, haben wir den auch aufgepimpt. Haben wir das gemacht. Dann geben wir uns jetzt noch 2 Schmiedesteine Stufe 2 holen. Und verbessern das Schild damit noch. So, jetzt dürften wir die 4 haben. Und dann haben wir das Schild noch eine Nummer hochgeschmissen. Der ist hier immer noch drin. Jawohl. Das ist eine Kerze. Das ist kein Item. Was sagt er eigentlich hier? Ah, okay, der kann uns diese Sachen hier beibringen. Das brauchen wir Glaube und Weisheit für. Das ist es dann auch. Okay, alles klar. Bringt uns jetzt gerade so nichts. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal. So, Schmied, mach mein Schild besser. So, jetzt brauchen wir hier immer noch Schmiedestein 2. Aber jetzt haben wir hier natürlich noch mal ein bisschen was getan. Gut, machen wir uns zurück nach Haus Vulkan. Die Folge ist mittlerweile 50 Minuten lang. Ich glaube, die längste überhaupt.
Ich denke, wir machen hier mal einen Cut, weil wir haben ja jetzt hier erstmal soweit auch alles rausgefunden, haben ein paar Leute platt gemacht. War eine ganz interessante Folge. Mal nicht mit so viel Action, sondern eher mit ein bisschen Detektivarbeit. Finde ich ganz gut. Aber wir sind auf jeden Fall in Vulkan angekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zugucken. Folgen kommen jetzt bei mir, weil ich privat auch ein bisschen Prioritäten setze. Immer standardgemäß in Wochen, wo keine Feiertage sind, kommen Folgen montags, dienstags, donnerstags und freitags. Die anderen Tage versuche ich zu produzieren und aufzunehmen. In den Wochen wie jetzt über Pfingsten, wo wir morgen, also heute ist Sonntag, wo wir morgen Montag haben und Feiertag ist, würde ich dann die Produktion auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag legen. Also ihr wisst, wie ich es meine, ne? Ja, und dann bin ich auch schon irgendwann dann bald mal in Urlaub. Da versuche ich euch natürlich auch über die Woche, wo ich dann nicht da bin, ein bisschen zu unterhalten mit ein paar Folgen, die ich vorproduziere. Aber das muss man dann sehen, wie es dann vorher passt. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Haut rein, haltet die Ohren steif. Ciao.